Achtung, der Salzburger. Lieber Lukas, wir begrüßen dich hier bei der Salzburgerin ganz herzlich und sagen einmal danke für das Interview. Du bist ja quasi der Salzburger Shootingstar ein bisschen. Uns interessiert natürlich als erstes mal, wie du zum Tennis gekommen bist und was dich so an deinem Sport fasziniert, dass du sagst, da, ich kann mir nicht vorstellen, was anderes zu tun. Also ich bin eigentlich durch meine Eltern zum Tennis gekommen. Ich habe früher alles gemacht, Tennis, Skifahren, Fußball, Golf. Und irgendwie habe ich immer schon so eine kleine Liebe für Ballsportarten gehabt. Und ich glaube auch, dass ich mich dann fürs Tennis entschieden habe, weil ich glaube, erstens am meisten Spaß gehabt habe und dann auch, glaube ich, am besten war. Also sich rauskristallisiert, dass an allen Sportarten, die du gemacht hast, Tennis einfach das war, was du am talentiertesten warst. Genau. Der Spaß war dabei und dann ging es los. Ja, genau. Wie würdest du denn sagen, läuft es jetzt gerade? Jetzt gerade läuft es sehr gut, würde ich sagen. Ich meine, es kann sich immer so schnell ändern im Tennis, weil auch jede Woche eine neue Möglichkeit ist, jede Woche ein anderes Turnier ist. Kann sein, dass du mal 3 Wochen hintereinander die erste Runde verlierst, obwohl du es gut spielst. Kann sein, dass du mal ein Turnier gewinnst. Aber so geht es mir körperlich gut, ich bin spielerisch gut in Form und so geht es mir sehr gut zur Zeit. Super, das hören wir natürlich gern. Das Salzburg Open im Juli war ja eigentlich auch ein großer Erfolg für dich. Magst du über das vielleicht noch ein bisschen was erzählen? Ja, es war, würde ich schon sagen, bis jetzt mein größter Erfolg. Es war damals mein erster Challenger-Finale und das auch noch in Salzburg, in meiner Heimatstadt. Vor der ganzen Familie und vor den ganzen Freunden war unbeschreiblich. Ganz was Besonderes, wenn man so ein Heimspiel hat. Da geht es am Tennisspieler ähnlich wie am Fußballspieler, oder? Auf jeden Fall, ja. Ich habe immer schon gern daheim gespielt. So das erste große Turnier da in der Nähe, da haben wir in Kitzbühel, da wo ich mich auch qualifiziert habe. Und ich habe mich eigentlich schon von Anfang an bei den großen Turnieren in Österreich sehr wohl gefühlt. Und in Salzburg habe ich letztes Jahr schon sehr gut gespielt. Und heuer dann nochmal ein Stück besser. Das bringt uns gleich zu den Turnieren. Uns würde natürlich auch interessieren, welcher Turniermoment oder Sieg hat dir bis jetzt am meisten bedeutet? Was war das Wichtigste sozusagen in deiner Karriere? Ich glaube, ein ganz wichtiger oder großer Erfolg in meinen Augen war Kitzbühel damals, wo ich mich qualifiziert habe. Vor allem, das war nämlich zu einer ziemlich schwierigen Zeit, weil mein Opa damals gestorben ist, ein paar Tage davor. Und da alles dann noch mehr Emotionen dabei waren. Und das ist, glaube ich, ein Moment, was ich nie vergessen werde. Und dann natürlich Salzburg, weil es einerseits von den Punkten mein größter Erfolg war. Und ich glaube auch vom Spielerischen. Ich habe von der ersten Runde weg bis ins Finale nur gute Leute geschlagen. Einer, der was einmal Top 100 war, Spieler, die was halt zwischen 110 und 130 gestanden sind. Also habe ich wirklich, glaube ich, ein sehr hohes Niveau über einen langen Zeitraum gespielt. Wir haben es mitbekommen, wir haben es mitgefiebert mit dir und waren wirklich froh, dass du in Salzburg warst und dass du das Turnier eigentlich auch so stark mitgespielt hast. Das hat natürlich allen Zuschauern extrem taugt. Ja. Die Geschichte bringt mich aber gleich zu einem anderen Thema. Und zwar, wenn wir jetzt auf Kitzbühel schauen, ja, wie hält man die Motivation hoch, wenn es privat im Endeffekt nicht rund läuft, wenn es solche Rückschläge gibt, wie eben in dem Moment der Tod von deinem Großvater. Wie stützt man sich da? Wie kann man da überhaupt noch spielen? Ich kenne Leute, die gehen dann gar nicht mehr aus dem Haus. Ja, nein, es war irgendwie dann so ein bisschen, natürlich war man alle sehr traurig und so, aber irgendwie war es dann noch ein bisschen noch mehr Emotionen, weil ich genau wusste, dass halt mein Opa sicher wollte, dass ich spiele, vor allem weil es halt mein erstes ATP-Turnier war. Und da habe ich dann irgendwie noch mehr Motivation gekriegt und durch das auch auf jeden Fall viel besser gespielt noch. Also natürlich verstehe ich ja dann, wenn man da natürlich dann nicht spielt oder nicht Wettkämpfe bestreitet. Aber bei mir in dem Moment damals hat es irgendwie, habe ich so das Gefühl gehabt, dass er das will, dass ich spiele. Und das hat dann noch Kraft gegeben. Genau. Stark. Jetzt hast du schon ein bisschen das anklingen lassen, jede Woche ein anderes Turnier, ist eigentlich jede Woche woanders im Tennissport. Wie hoch
ist der Konkurrenzdruck jetzt gerade in der Challenger Tour? Wie anspruchsvoll ist das wirklich für jemanden, der jetzt nicht so sehr im Profi-Tennis ist wie unsere Leser? Wie kann man das beschreiben? Wie ist da der Umgang und der Druck? Also ich spiele jetzt eigentlich seit heuer nur, also ich spiele jetzt eigentlich nur auf der Challenger Tour mittlerweile. Und ich vergleiche es immer gern mit so Future zum Beispiel, was ich davor gespielt habe. Da war es halt immer so, dass ich wirklich die vom Ranking die Besten durchgesetzt haben. Und da hat man einen argen Leistungsunterschied gesehen, würde ich sagen, von den gewissen Spielern. Und ich finde es jetzt auch auf der Challenger Tour ist wirklich extrem, dass einfach die Dichte oder das Niveau so hoch ist, dass von den ganzen 32 Spielern im Raster jeder gewinnen kann. Mhm. Und da sieht man immer, dass man nie wirklich irgendeinen Favoriten beim Match hat, aber natürlich sind manchmal die mit einem besseren Ranking favorisiert, aber die Dichte ist auch so hoch, dass auch jeder immer gewinnen kann und ja, das macht es irgendwie, finde ich, irgendwie noch cooler und noch interessanter. Es gibt keine Zeit, sich auszuruhen oder kein Spiel, wo man sich ausruhen kann. Genau, also das sowieso. Wie ist denn der Umgang untereinander? Man trifft sich ja nicht nur am Court, sondern auch abseits davon, mehr oder weniger. Wie gehen die Spieler in der Challenger Tour untereinander um? Ist es ein freundschaftliches Verhältnis? Ist es sehr konkurrenzbetont? Was würdest du sagen? Also ich würde sagen, dass es sehr professionell ist. Also dass auch jeder Spieler, finde ich, höchst professionell ist und sein eigenes Ding so durchzieht. Aber trotzdem, natürlich versteht man sich mit einigen Spielern sehr gut und macht er dann ein bisschen Späße oder versteht man sich ja gut abseits vom Platz. So. Jetzt sagst du selber, also du hast in einem Interview gesagt, Sand liegt dir am meisten. Mhm. Ja. Ich habe mir natürlich ein paar Spiele angeschaut, auch noch, von der Geräuschkulisse. Erinnerst ab und zu, wenn es sehr, sehr anstrengend ist, ein bisschen an Thomas Muster. ist das ein Vorbild für dich oder ein Benchmark vielleicht? Sicher, auf jeden Fall, ja. Ich meine, Österreich ist der Nummer 1 und ich glaube, so wie der Thomas gespielt hat, ist für mich richtig geil und er hat auch das Sandplatz-Tennis mehr gelebt, das was ich auch tue. Und ja, war schon geil, immer ihm zuzuschauen. Schon einmal persönlich getroffen? Schon, ja. Und fachgesimpelt? Ja. Jetzt ist natürlich von einem Nachwuchstennistalent wie dir ist natürlich einmal das erste Ziel, Erfolg zu haben. Mhm. Jetzt hat der Manager von Falco, hat er mir erzählt, das gilt für Künstler hauptsächlich, dass jeder Künstler am Anfang erfolgreich sein möchte. Und sobald er aber erfolgreich ist, geht es einem eigentlich nur mehr darum, Geld zu verdienen. Wie ist das im Tennis? Wie schätzt du das ein? Naja, ich finde, das Wichtigste ist immer der Spaß. Also bei mir ist es jetzt zum Beispiel, merke ich immer mehr, wenn es mir nicht Spaß macht, dann hat man durch das auch keine Lust. Aber ich probiere eigentlich immer, dass ich Spaß habe und so. Und natürlich denkt man dann irgendwann einmal, wenn man besser wird, ans Verdienen. Aber im Vordergrund steht bei mir auf jeden Fall der Spaß, weil sonst würde es nicht da. Hm. Ja. Glaubst du, kann man als Tennisprofi grundsätzlich, wenn man keinen Spaß am Tennisspielen hat, kann man dann noch gewinnen? Kann man dann noch gut sein? Ja, es gibt hier ein paar Spieler, aber ich denke nicht viel. Ich würde ganz gern zu deinen Reisen ein bisschen kommen und zum Lifestyle sozusagen als Tennisprofi. Weil du bist viel unterwegs. Mhm. Haben wir von Salzburg schon gesprochen, von Kitzbühel, die dir viel bedeuten. Aber gibt es noch einen Ort oder ein Turnier, das dir besonders liegt, wo du sagst, da bin ich eigentlich immer irrsinnig gern, das ist eines der tollsten Turniere der ganzen Challenger-Tour? Also gewisse Turniere eigentlich nicht, aber ich bin immer extrem gern in Italien, die Italien oder Spanien, weil ich finde eigentlich, oder ich liebe eigentlich die Kultur dort und wie die Leute dort leben so, und da fühle ich mich eigentlich immer extrem wohl und spüre durch das auch immer sehr gut dort. Mhm. Ja. Das heißt einfach noch lebendiger als sonst, als im Norden mehr oder weniger. Genau. Fiebert mehr mit, mehr los am Platz. Genau. Genau, schön. Wie schaffst du es, die Balance zwischen so einem anspruchsvollen Tennisleben zu finden und
dabei nur auf sich selber zu schauen, Entspannung zu finden, was anders zu machen. Genau, wie lädst du dich quasi abseits vom Tennisplatz wieder? Ja, ich glaube, es ist immer, bei sowas ist immer sehr wichtig, dass man erstens einmal so Hobbys oder so hat, was man gern tut und da eine gute Mischung findet, damit man halt vom Kopf her nicht nur im Tennissport drin ist, sondern damit man sich ein bisschen ablenken kann. Da gehe ich immer sehr gern golfen, zum Beispiel auch mit meiner Schwester. Oder ich verbringe eine extrem gerne Zeit mit meiner Familie oder mit den Freunden. Und durch das schaffe ich es extrem gut, dass ich ein bisschen den Kopf vom Tennis auch manchmal wegkriege, was extrem wichtig und gut ist. Wie gut spielt Lukas Neumeier Golf? Gibt es ein Handicap, was du uns verraten willst? Oder? Ja, also Handicap, ich glaube, es ist zwischen 5 und 6 oder so. Also ist schon, ich meine, ich habe früher sehr viel gespielt und viele Turniere gespielt. Ich bin ehrlich, ich spiele jetzt fast keine, oder ich spiele gar keine Turniere mehr, weil ich leider keine Zeit mehr habe. Das denke ich. Also, für mein Handicap wahrscheinlich echt gut, weil sonst würde ich raufkommen. Aber nein, man verlernt es zum Glück nicht, das Golfen. Wie Radfahren. Ist es beim Tennis genauso? Verlernt man das auch nicht, glaubst du? Ich meine, ich kann es schwer sagen, weil ich spiele jeden Tag. Das ist eine Aussage, natürlich. Apropos täglich spielen, kannst du uns was über deine tägliche Trainingsroutine erzählen? Wie schaut so ein typischer Trainingstag aus? Also täglich stimmt auch nicht, aber sagen wir 6-mal die Woche. Aber ja, es ist der Tag fängt immer so, das Training fängt immer so um 9 Uhr circa. Mit einer Kondi-Einheit, eine Stunde Fitness, immer vorm Tennis. Mhm. Dann trainiere ich Tennis immer circa, sagen wir, 4 Stunden am Tag. Ist aber immer zeitlich, wie lange eine Session oder dass ich dann eine zweite mache, ist immer unterschiedlich. Also da gibt es nie einen Plan. Und dann habe ich meistens nur eine Ausdauereinheit am Nachmittag. Und ab und zu so 2-3 Mal die Woche dann auch Physio oder solche Sachen, Mentaltrainer. Also ich komme schon auf, ja, 6 Stunden komme ich schon am Tag aufs Training. Wow. Ja. Da interessiert mich natürlich jetzt ein bisschen, wie schaut denn dein Fitnessprogramm zum Aufwärmen aus? Gibt es da irgendwas, was du sagst, das ist ganz wichtig, auf das lege ich ein bisschen mehr Wert wie was anderes? Oder ist das jeden Tag unterschiedlich? Wie läuft das? Natürlich ist, ich meine, ich mache Seminar-Trainer immer, aber natürlich ist es unterschiedlich immer. Aber vor allem jetzt in der Turnierphase, vor allem beim Tennis, geht es ja von Jänner bis November eigentlich immer durch. Und da ist das Wichtigste eigentlich im Fitnessbereich, dass man auch so trainiert, dass man erstens am Platz so fit wie möglich ist und dann halt, dass man schaut, dass man keine Verletzungen kriegt. Ich meine, das kann man eh nicht schauen, aber so trainieren, dass man am wenigsten Verletzungen, wie es geht, kriegt. Und da wird halt jetzt in der Saison extrem viel Rumpf, Stabilisation, Schnelligkeit, Aufrichtung, Ausgleich und solche Sachen. Mhm. Ja. Das heißt, du würdest für jeden Hobby-Tennisspieler auch empfehlen, Rumpfstabilität. Auf jeden Fall. Planks? Genau, Planks. Einfachste Übung. Planks oder Sit-Ups. Wie viele Minuten Plank schafft Lukas Neumeier? Ich hab noch nie wirklich, gestoppt. Ich hab mir sagen lassen, der Weltrekord liegt bei 20 Stunden. Nein, das geht sich nicht aus. Das geht sich, glaube ich, bei 99,9% der Menschen nicht aus. Ja. Gut, wie schaut es mit der Ernährung aus? Ja, ist auch sehr wichtig. Ach. Ich finde es immer wichtig, dass man, oder bei mir merke ich, dass ich viel esse, dass ich ausreichend esse. Aber ich schaue natürlich schon auf die Ernährung und dass ich jetzt sinnvolle Sachen esse, aber ich merke es auch, finde ich, wenn ich mich zum Beispiel gut ernähre, über einen längeren Zeitraum, dann fühle ich mich am Platz viel fitter, glaube ich, wenn ich mal mich schlecht ernähre, dann fühle ich mich schon oft dann auch müde oder so. Aber natürlich, ich finde es auch immer okay, wenn man dann ab und zu mal ein bisschen was Süßes oder so isst, das ist voll okay, finde ich. Natürlich oft essen, auf was man Lust hat und so. Aber das Wichtigste, finde ich, ist, dass man auch ausreichend isst. Okay. Und was ist für dich dann gute Ernährung? Also in der Früh ist eigentlich immer so Eierspeis und ein Müsli dann. Dann Mittag eigentlich sehr oft Nudeln, Reis mit Fleisch oder irgendwelche Sachen.
Und am Abend denke ich, ja, immer so ähnliche Sachen. Also, ja, vor allem wenn ich selber koche, dann eher solche Sachen, was ziemlich schnell gingen. Okay, da ist halt Nudeln am Anpassen. Das ist spannend. Also, Lukas Neumeier kocht für sich selber regelmäßig? Naja, wenn ich in Wien bin in der Wohnung, dann schaue ich schon, dass ich einmal pro Tag koche. Mhm. Ja. Und dann gibt es sehr, sehr gern Nudeln. Ja. Passt wieder gut zu unserem Italien-Thema, gell? Gerne, ja, in Italien spielen, ja, in Italien sein. Ist auch ein Grund, wieso ich gerne in Italien bin. Das verstehe ich total. Ja. Wie geht man mit Rückschlägen und Niederlagen um als Sportler? Ich habe das Thema heuer gehabt, Saisonbeginn, weil da habe ich ziemlich schlecht gespielt oder keine Erfolge gehabt. Und irgendwie durch das dann noch mehr trainiert und noch mehr auf Ernährung geschaut und ein bisschen, weil ich mir, was heißt, Sorgen gemacht, aber natürlich ist es nicht lustig, wenn man nichts mehr gewinnt und so. Aber ich glaube, das Wichtigste ist trotzdem nur, dass man vielleicht, man kann einmal zum Beispiel eine Woche mal den Schläger komplett weglegen und einmal auf ganz andere Gedanken kommen. Ist sicher eine gute Lösung. Aber ich glaube trotzdem, dass man auch mit dem Kopf bei der Sache bleibt und auch vielleicht beim Training auf manche Sachen dann noch mehr schaut, was man jetzt sonst einmal automatisch macht. Vielleicht dann noch die Kleinigkeiten noch mehr forcieren. Aber ja, ich meine, meine Lösung war irgendwie noch mehr trainieren. Es hat irgendwie noch nicht geholfen. Aber ja, man kann auch mal den Schläger komplett weglegen. Mhm. Hast du das auch schon einmal gemacht in deiner Karriere? Hast du gesagt, dass du jetzt einmal gar nichts mit was mit Tennis zu tun hat, eine Zeit lang? Nein. Okay. Also deine Lösung ist mehr an sich arbeiten. Genau. Da kommen wir auch schon zu einem ganz spannenden Thema, finde ich, immer das Mentaltraining. Mhm. Weil ganz, ganz wichtig ist ja eben auch, dass man mental stark ist, vor allem wenn man am Platz steht und man hat irgendwie Gegner, die wirklich ähnlich stark sind. Wie du sagst, bei der Challenger Tour alle ähnlich stark. Am ja. Ende entscheidet ja ganz oft das Mentale, vor allem wenn sich Spiele sehr, sehr lang hinziehen. Ja. Wie arbeitet man da dran oder wie arbeitest du da dran, dass du sagst, mental ziehe ich alle davon? Ja, ist ein sehr komplexes Thema, also sehr interessant. Vor allem, ich befasse mich schon oder ich arbeite schon länger mit einem Mentaltrainer zusammen und ich finde immer, dass nach jedem Gespräch oder nach jedem Match gibt es immer neue Sachen zu machen. So. Aber ja, ich kann da nur jedem empfehlen, dass trotzdem, vor allem im Tennis, weil Tennis halt so ein Sport gibt, wo es in einem Match so viele Höhen und Tiefen gibt. Weil auch es kann so oft wechseln, einmal ist der vorne und ist der wieder vorne. Ich glaube, da ist auch am wichtigsten, dass man über den langen Zeitraum. Ich finde es auch im Golf immer extrem interessant bei meiner Schwester, weil es auch so wichtig, dass man, da muss man über 4 Stunden lang komplett konzentriert sein und fokussiert. Und natürlich passiert halt dann oft, was menschlich ist, dass man dann einmal ein paar Aussetzer hat und das kann man sich auch nicht erlauben. Und darum finde ich es extrem wichtig, dass man mit Mental drin und so dran arbeitet. Aber wie gesagt, es gibt immer andere Themen und immer neue Sachen, aber ich glaube, am wichtigsten ist, dass man auch wenn zum Reden hat. Okay, also das Wichtigste ist das Reden. Genau, ja. Und es gibt jetzt keine Techniken, oder wo du sagst, das machst du regelmäßig, also Meditation, Atmen, irgendwie sowas? Ja, ein bisschen Atmen. Ich finde da immer sehr gut, wenn man sich Rituale an, dass man so bei einem Match oder so, dass man einige Rituale hat. Dass man durch das einfach noch konzentrierter bleibt. Da immer zum Beispiel leichter. Aber ich glaube, da hat jeder Sportler andere Varianten. Magst du uns ein Beispiel für ein Ritual, typisches Tennisritual nennen bei dir? Zum Beispiel vor dem Aufschlag, wenn man mit dem Ball so peppelt. Mhm. Immer zweimal. Und das hat, ich meine, ich kenne es nicht mehr anders, aber zum Beispiel solche simplen Sachen. Welche langfristigen Ziele und Träume verfolgst du momentan in deiner Tenniskarriere? Also mein Ziel ist, irgendwann einmal in die Top 10 kommen und an Grand Slam gewinnen. Das war so das größte Ziel. Mhm. Ja.
Da, gibt es da einen speziellen, wo du sagst, das wäre der Grand Slam, wo ihr mal ganz vorne sein möchte? Wenn ich das schaffe, dann habe ich es geschafft. Speziellen Grand Slam eigentlich nicht. Ich finde, egal welchen, das man gewinnt, es hat jeder in gleichen Stellenwert und es ist alles gleich geil. Aber ich finde es irgendwie, dass durch das, dass Sand mein Lieblingsbelag ist, glaube ich, würde es mir dann irgendwie nur in Paris am meisten bedeuten, so, keine Ahnung. Ja. Die Krone des Sandplatzspiels, genau. Sie aufzusetzen. Genau. Kannst du uns noch ein bisschen was über das Team und die Menschen hinter dir erzählen, die das dann möglich machen, dass du in Paris quasi den Grand Slam gewinnst? Wer ist da besonders wichtig und welche Personen sind da in deinem näheren Umfeld, die dich wirklich pushen, die dich weiterhelfen, die einfach wichtig sind für den Sport? Also ich glaube, die wichtigsten Personen sind auf jeden Fall meine Eltern, weil ohne denen wäre das gar nicht möglich. Und dann meine zwei Trainer, der Gerald, der Kamitz, mit dem ich schon seit 10 Jahren bin, zusammenarbeite. Und der Günther, der Presnik, mit dem trainiere ich jetzt auch schon ein bisschen länger wie 2 Jahre. Dann habe ich noch einen Konditrainer, der Flo, und einen Physio. Also das ist so, schau, das ist so ein kleines Team, aber ich meine, sind eh ein paar Leute. Aber das sind so meine Leute, an die ich am meisten vertraue und mit denen ich die letzten Jahre schon viel erreicht habe und in Zukunft noch mehr erreichen will. Die nächste Frage hast du jetzt schon ein bisschen selber beantwortet, aber ich würde mich halt auch interessieren, wie wichtig es ist, dass du einfach eine starke Unterstützung von Familie und Freunde hast. Spielt wahrscheinlich im Profisport auch eine Rolle, oder? Extrem, extrem. Ich glaube, was wir dir bis jetzt schon ermöglicht haben, ist nicht selbstverständlich und durch das kann ich auch meinen Traum so ein bisschen leben. Und ja, ist auch extrem cool, wenn man weiß, dass man im Hintergrund Eltern hat, erstens die, was dir das ermöglichen und die, was mir aber auch kann, wirklich einen Druck machen. Und was auch extrem wichtig ist, weil trotzdem im Sport macht man sich auch ein bisschen Druck, was selbstverständlich ist. Und da ist am besten immer, vor allem wenn ich heimkomme, dass ich dann auch wirklich einmal komplett abschalte und was anderes mache mit einer. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Ja. Freundschaften haben sich trotzdem auch außerhalb vom Tenniscourt und mit deiner Reiserei und mit dem vielen Unterwegssein auch noch gehalten? Oder bist du komplett in der Tennisbubble inzwischen? Nein, zum Glück gehalten. Ja. Also ich habe bis ich 17 Jahre daheim gelebt und trotzdem extrem viel meine Freunde gesehen. Natürlich ist jetzt nicht mehr so oft der Fall, aber ich habe sehr viel Kontakt mit meinen Ängsten, was mir sehr wichtig ist. Mein bester Freund ist Fußballer, der ist auch fast nie daheim. Also ist auch nicht anders über mir. Und ja, ich fahre dann oft gerne ein paar Stunden mit dem Auto, damit ich meine Freunde sehe. Dann passt es auch wieder, wenn die auch unterwegs sind. Ne? Dann muss man sich irgendwie terminlich koordinieren und dann ist dafür umso netter. Und sie kann man mir extrem oft zuschauen, was auch immer cool ist. Und ja, das ist schon sehr cool. Gibt es irgendeine Botschaft oder nur einen Ratschlag, den du jungen Tennistalenten oder jungen Tennisbegeisterten mitgeben möchtest, wo du sagst, schaut auf das? Ich glaube, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist der Spaß, weil wenn man den Spaß dran hat, dann ist irgendwann der Moment so, wo man sich denkt, dass man dann vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen hat. Und es war bei mir nicht der Fall, dass ich immer das gemacht habe, was mir Spaß macht und dann mich für das entschieden. Und das ist ja das Tennis. Und das merke ich schon jetzt, dass ich da eine richtige Entscheidung getroffen habe. Wow. Also immer mit Spaß bei der Sache und das tun, was einem Spaß macht. Genau. Jetzt kommen wir natürlich noch, weil das interessiert natürlich unsere Salzburger Leser und Zuschauer am meisten. Was sind deine Ziele fürs nächste Jahr, speziell, wenn wir uns im Juli 2024 beim Salzburg Open wiedersehen? Also, ich meine, das Jahr ist noch nicht aus und das Ziel ist für das Jahr ist noch in die Top 200 kommen, was gut möglich ist. Und durch das bin ich auch bei den Grand Slams dann dabei, was auch ein großes Ziel war. Und für nächstes Jahr habe ich mir eigentlich noch, ich setze mir immer am Ende des Jahres dann immer Ziele für die nächste Saison. Aber ich glaube, dass ein großes oder ein Ziel ist, einmal, dass ich wirklich dann die Top 100 anvisiere. Ich meine, ich will mir jetzt noch nicht das Ziel setzen, dass ich nächstes Jahr in die Top 100 komme.
aber dass ich da einen guten Schritt in die Nähe mache. Genau, aber rein hypothetisch mal da in die Richtung gehen. Genau. Und für Salzburg? Salzburg aufgehen? Den Titel holen. Ja, nein, man will immer, egal bei welchem Turnier man spielt, will man immer jedes Match gewinnen. Von dem her, das wäre sicher ein großes Ziel, auch irgendwann einmal in Salzburg den Titel holen. Und wir werden dir alle die Daumen drücken, dass das nächstes Jahr hinhaut. Dass wir einen Salzburger ganz oben stehen haben beim Salzburg Open 2024. Mhm. In dem Sinn danke ich dir schon einmal für dieses wunderbare Interview, für die Einblicke in das Leben eines Tennisprofis. Ich sage danke. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in Salzburg am Platz irgendwo. Wir lesen von dir mit weiteren Top-Platzierungen. Danke, Lukas Neumeier. Danke.